Und klar kann es passieren, dass euch Sachen beschlagnahmt werden. Dazu gehört auch das Handy. Am liebsten das Handy mit der Fotokamera, weil man ja vorher lustig auf der Demo seine Freunde fotografiert hat. Dazu auch der Rechner, wenn du ihn eben dabei hast, oder eben die Fotokamera. Achtet einfach drauf, was ihr mit euch rumschleppt und warum. Also es macht auf der Demo klar, dass man sein Handy dabei hat, ist ja auch ganz praktisch, weil man muss sich ja verabreden. Aber wirklich lustig rum zu fotografieren, die Freunde, ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Es gibt Medienaktivisten und Tinnen, die machen super tolle Arbeit und publizieren Fotos. Die kann man sich dann später runterladen aus dem Netz und dann hat man sein Erinnerungsbild. Also wägt das ein bisschen ab, ob das unbedingt sein muss, dass Bilder, die ihr mit eurer Kamera gemacht habt, in die Hände der Polizei fallen. Und das Gleiche gilt eben auch für Rechner und Informationen, die mit euch rumtragt. Beschlagnahmen sind öfter rechtswidrig, aber sie werden halt gemacht. Und im Zweifel, bis das geklärt ist, dass es rechtswidrig war, hat man die Daten ausgelesen, ihr kriegt dann euer Gerät wieder. Aber geholfen hat es euch nicht. Vielleicht im Kontext der Handys auch nochmal ein allgemeiner Hinweis. Am liebsten die Handys ausgeschaltet haben und nur anmachen, wenn man es dann halt benutzen will, sprich wenn man sich per SMS oder so verabredet. Denn die Polizei guckt gerne, wen habt ihr vorher oder nachher, also wen habt ihr als letztes angerufen, welche SMS ist geschrieben worden. Das interessiert die Polizei schon, um da auch Kontaktprofile erstellen zu können. Wenn die Polizei euch einreden will, gebt mir den Handy-PIN raus, weil ansonsten beschlagnahme ich das Handy. Das ist eine Lüge. Ja, also das ist oft hier passiert in der Region, deswegen sage ich das. Das ist so eine Taktik, euch das Handy wegzunehmen und dann zu sagen, ja, wenn du mir den PIN nicht gibst, dann muss ich es halt beschlagnahmen. Und dann kriegst du es erst ein paar Wochen wieder. Das gilt für beide Seiten. Ihr habt nur die Verpflichtung, die Angaben zu machen, die sich aus eurem Personalausweis ergeben. Ganz wichtig, also sagt euren Namen und sagt eure Meldeadresse. Also nicht da, wo ihr wirklich wohnt, ja, sondern das, was auf eurem Ausweis steht, wo ihr gemeldet seid. Ihr müsst auch eine allgemeine Angabe machen zu eurem Berufsstand. Also sprich in der Ausbildung, Studentin, angestellt, arbeitslos. So. Aber ihr müsst nicht sagen, was ihr studiert zum Beispiel. Alle anderen Angaben darüber hinaus halten wir für schädlich. Und in der Akutsituation nicht für sinnvoll. Man kann sich immer noch Gedanken machen später, wenn das alles ein bisschen runtergekocht ist, inwiefern man überhaupt mit denen reden möchte oder nicht. Ganz wichtig ist, dass man gegen das, was mit einem gemacht wird, Widerspruch einlegt. Das sind so Sachen wie erkennungsdienstliche Behandlungen, sprich wenn man euch fotografieren möchte oder euch die Fingerabdrücke nehmen will, inklusive auch DNA-Abnahme, zu sagen, das möchte ich nicht, dagegen protestieren. In Deutschland ist es so, dass wenn ihr dagegen protestiert, dass euch erstmal nichts nützt, wenn sie es wirklich machen wollen. Das heißt, sie nehmen euch dann die Fingerabdrücke, machen das auch mit Gewalt, also halten euch fest und eben wird dann eben der Fingerabdruck genommen. Wichtig ist, dass ihr Widerspruch eben da schon eingelegt habt oder gesagt, dass ihr das nicht wollt, weil dann kann man nämlich nachher sehr, sehr erfolgreich dagegen klagen und dann wird es wieder gelöscht. Deswegen macht das Sinn, das in Deutschland zu machen. In Frankreich wiederum ist das Problem, dass man sich da, wenn man sich dann weigert, also wenn die das mit Gewalt sozusagen umsetzen wollten und man sich dann da weigert, ist es eben ein Delikt. Das heißt, ihr solltet einfach dagegen protestieren. Letztendlich aber, wenn ihr seht, das hat keinen Sinn, die machen es jetzt trotzdem, mitmachen, ohne da irgendwie großartig euch dagegen zu stellen. Gut, zu dem Unterschreiben, was muss ich unterschreiben, was muss ich nicht unterschreiben? Ihr müsst erstmal grundsätzlich gar nichts unterschreiben. Auch in Deutschland wird es öfter euch gerne eingeredet. Da wird gesagt, unterschreibe hier, dann geht's schneller. Oder du willst einen Widerspruch einlegen gegen die Behandlung, gegen die Durchsuchung der Sachen zum Beispiel auch oder gegen die ED-Behandlung. Da musst du ja aber unterschreiben. Nein, musst du nicht. Es ist die Arbeit des Polizisten, das aufzunehmen, was ihr sagt. Und wenn ihr einen Widerspruch einlegt gegen was, dann muss er das zu Protokoll nehmen und er muss es unterschreiben. Und das reicht, denn vor Gericht hat eure Aussage sowieso keinen Wert, euch glaubt eh niemand. Deswegen, der Polizist ist derjenige, der aussagt und nicht ihr. Deswegen braucht ihr wirklich nichts unterschreiben. Nicht mal dann, wenn es darum geht, dass ihr eure Sachen zurückbekommt. Also wenn es darum geht, dass ihr dann entlassen werdet, bekommt ihr, wahrscheinlich wird es so sein, dass ihr eine Nummer bekommt, weil es ja doch relativ viele Festnahmen geben könnte. Und dann wird so ein Päckchen, meistens ein Müllbeutel, sowas beim G8, in den Müllbeutel wurden dann die ganzen persönlichen Gegenstände gepackt und da kam dann eine Nummer drauf, also eure Identifizierungsnummer sozusagen, und dann kriegt ihr dieses Päckchen überreicht. Dann solltet ihr natürlich gucken, ob da alles drin ist, was drin war vorher. Ja, also nicht, dass dann am Ende irgendwie erstens Sachen zusätzlich drin sind. Also relevant wäre zum Beispiel, dass man euch da irgendwie eine Sturmhaube reingepackt hat und anschließend kriegt ihr ein Strafverfahren wegen Vermummung. Solche Sachen sind in Genua passiert, wo man dann Flaschen in Rucksäcken hatte und so Geschichten und dann eben versucht hat, daraus zu konstruieren, dass die Leute Straftaten begehen wollten. Das andere ist, dass es vollständig ist. Also
die haben auch ein Chaos auf dem Revier. Nicht, dass denen da irgendwie mal das Handy von dem anderen oder so da reingerutscht ist. Also deswegen einfach auch durchgucken, dass das eure Sachen sind. Aber auch hier müsst ihr den Empfang nicht quittieren. Gleiches gilt für die Beschlagnahme. Wenn sie euch was wegnehmen, zum Beispiel ein Tuch, kriegt ihr einen Zettel, da steht drauf, beschlagnahmt Tuch. Davon kriegt ihr eine Kopie, aber auch das müsst ihr nicht unterschreiben. Sinnvoll ist es aber, auf so einem Zettel einen Strich drauf zu machen. Also wenn da noch Platz ist, da steht oben drauf Tuch, dass ihr dann einfach einen Strich über die Seite macht, damit man dann nichts mehr ergänzen kann, statt der Unterschrift. Wichtig ist, wenn ihr was unterschreibt, dann lest es euch vorher durch. Also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, was soll ich jetzt diskutieren, ich habe mein Zeug wiedergekriegt, jetzt will ich das unterschreiben und dann kann ich nach Hause gehen. Ich muss es zwar nicht, aber ich habe jetzt keine Lust hier zu diskutieren. Dann guckt bitte ganz genau, was da draufsteht. Also